Hallo und herzlich willkommen zurück zum Eierfest in Stardew Valley. Ja, heute ist das Eierfest. Wir haben noch 3 Stunden Zeit, bis es beginnt. Und wir schauen noch schnell nach dem Wetterbericht für morgen. Ach, schon morgen wird es wieder sonnig und schön. Und was sagt unser Glückstag? Ja, die, ja, die einzige wir kommen hier zu Wellwigs Orakel, die einzige Show, wo die Stimmen der Geister kanalisiert werden, direkt zu euch. Ja, sehr schön. Ja, die Geister sind heute gut gelaunt und sie wollen uns ein bisschen extra Glück geben. Das können wir vielleicht gebrauchen, heute beim Eierfest. So. Aber zuerst kommt die Arbeit, das ist klar. Mal hier alles schön nass machen. Bin mal gespannt. Na, wann wollen wir wieder ein Level aufsteigen und vor allem auch, wann unsere Waren hier mal fertig werden. Weil was wir hier kriegen, war ja die extra Saat von unserer wie heißen die nochmal? Unimos? Ne, tut. Unimos. Unimos, genau. Es war. Kein Wasser mehr. Nicht verdursten, Pflanzen. Ich rette euch. Und Katze, dich rette ich auch gleich. Du bist ein bisschen aufgeregt heute. Ja? Wegen dem Eierfest. Freust dich schon, ja? Ob du mitfeiern darfst? Ich weiß es nicht. Ah, so, darüber, so. Schnell noch der Katze Wasser geben. Als kleines, ja, jetzt kann ich sie nicht mehr nass machen. Das erste Mal sahst du aus, als hätte ich sie nass gemacht mit der Kanne. Mach mal noch schnell die Kanne voll. Ja, es geht schon gleich los. 10 Minuten sind die dann schon wieder am Feiern und ich bin hier noch am Gießen. Übrigens, Katze, komm mal her. Genau, so, einmal schön streicheln. Ach, das Feld müsste ich auch irgendwann mal ordentlich machen. Ob ich hier irgendwann mal Fallen aufstellen sollte, für die ganzen Hasen zu fangen und das andere Tier. Da kann ich mir eine Hasenzucht machen, hä? Also ich meine jetzt wirklich eine normale Fangfalle und keine Tötfalle. Das sieht echt schön aus. Und wir haben kein Zeitlimit mehr, das ist schön. Da können wir uns hier richtig mal alles gut gehen lassen und so. Hallo, Linus. Niemand spricht wirklich mit mir. Ich komme einfach nur für die Teufelseier. Naja, du magst die Teufelseier. Unsere Hennen haben Überstunden geschoben für das Festival. Ja, Shane. Wir haben die Besten natürlich erst heute Nacht gelegt. Die Bohle ist voll mit schönen, süßen, gelben Korn. Ich kann mir ein Plush-Bunny und Erdbeersamen kaufen. So, 8 Erdbeersamen. Wunderbar, ich kann Erdbeeren pflanzen. Ich werde Erdbeeren pflanzen. So, da sind noch die Mädels. Ah, ich freue mich immer auf diese Zusammenkunft. Das Tal wie eine Gemeinschaft. Es fühlt sich für mich an, als wäre das Tal eine richtige Gemeinschaft. So in der Richtung. Ja, die Kinder haben sich schon seit Wochen auf dieses Festival gefreut.
Ja, das ist doch schön. Wann beginnt denn die Eierjagd? Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, ich kann ein paar Eier finden, bevor Vincent sie alle hat. Ja, okay. Da haben wir noch zwei Mädels. Ach nee, Entschuldigung, das eine ist Elliot. Nimm eine Pause von der Arbeit. Du wirst mehr, noch produktiver sein für längere Zeit. Lecker, dieser Früchtepunsch ist so ungewöhnlich gut. Bin seit Sonnenaufgang schon auf und bemale die Eier. Das ist meine liebste Zeit in dieser Saison. Also in dieser Jahreszeit. Vincent liebt dieses Fest. Es ist eine wahre Freude, ihn so glücklich zu sehen. Ich hoffe, es schmeckt jedem das Essen. Ich habe hier ganzen Tag gekocht und um alles fertig zu kriegen. Spiegeleier, gekochte Eier, blanchierte Eier, Teufelseier, Rühreier, Chocolate-Eier, wie man sie so nennt oder so. Was haben wir denn hier? Sind! Gibt's denn nichts mehr zu essen? Der Fressack, hä? Ham? Ich hab was Leckeres in den Punsch getan. Naja, super. Abby liebt immer die Eierjagd. Das ist schon früher, als sie ein kleines Kind war, hat sie es geliebt. So, und hier haben wir noch die Robin. Der Frühling ist die arbeitsreichste Zeit im Jahr. Und so ist es schön, einen Tag frei zu haben und Freunde zu treffen und so weiter. Wo ist denn Demetrius jetzt hin? Ah, der Captain. Hallo, Captain. Da ist der Willi. Ah, manchmal verstecke ich ein Ei zu gut und keiner findet es. Naja, bis der Sommer dann kommt und alle mit den Augen rollen. Wenn die heiße Luft bringt das Ding zum Verrotten. Bringt den verrotten Geruch hervor. Das ist der Abenteurer? Der Marlon? Aber trotz meines schlimmen Beins habe ich noch nie ein Stadtfest verpasst. Ah, da unten ist der Demetrius hingegangen. Oh. Besser einstellen. So, ja. Ja. Foto, Foto. Gut, okay. Eier. Was für ein merkwürdiges Ding zum Essen. Das ist schon komische. Denkst du nicht, wir sollten jetzt mit der Eierjagd beginnen? Nein, noch nicht. Ich hätte gern noch ein bisschen was mit den anderen Leuten geplaudert. Hallo, Marni. Ah, willkommen zum Eierfest. Kompliment an die wundervolle Brut der Hennen. So. Ja. Etwas sehr gestelzt ausgedrückt, aber das kommt schon hin. Ach, dieses Fest war schon immer eine Tradition. So schon solange ich mich dran erinnern kann. Traditionen halten uns zusammen. Die Vergangenheit und die Zukunft. Es ist bequem, keine Ahnung. Komfortding, keine Ahnung. Worüber ist denn jeder hier so glücklich? Hm. Eier. Warum Eier?
ich mag den George schon langsam. Ich glaube, ich finde ihn witzig. So unterbewusst. Meine vielen Allergien. Ach, jammer, Sam. Hallo, Abigail. Ah, nach Eier suchen ist wie eine Schatzjagd. Okay. We used to do a rotten egg. Was? Also, keine Ahnung, irgendwas mit verrottenem Eierkörper. Und Bürgermeister Lewis hat damit ein schnelles Ende bereitet. Ah, hier, du hast morgen Geburtstag, was willst du denn? Das Fest ist schon okay, aber wenn ich wirklich in die Zukunft schaue, dann freue ich mich eher auf das Blumentanzfest. Den Blumentanz. Du bist? Ich versuche jeden Tag 3 Eier zu essen, weil du bist die Sportskanone, richtig? 3 Eier, ich weiß gar nicht, wie gesund das ist. Ich hätte jetzt eigentlich schon ganz gerne mal gewusst, wo was zu finden ist. Und ob ich überhaupt mitmachen darf. Eier haben definitiv einen Platz in einer gut ausgeglichenen Diät. Okay. Welcher Teil der Eier? Das Gelb? Das mit dem meisten Fett? Oder, ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe mich mit der Ernährungspolitik eigentlich nie so beschäftigt. Was ist das? Kann ich jetzt nicht lesen. Ja, hier sind Körbe. Die werden wahrscheinlich nicht die eigentlichen Eier sein, die man suchen soll. Wäre aber schön, wenn ich zumindest mal einen Hinweis hätte, was für Eier ich am Schluss suchen soll oder ob ich mitmachen darf. Ich glaube, ich versuch's mal. Ich versuche mal den Bürgermeister zu überreden, dass ich auch mitmachen darf. Ja, ich glaube, es ist Zeit, dass wir mit der Eierjagd starten. Ja, lass uns starten! Es ist Zeit für den Höhepunkt des heutigen Festivals. Die jährliche Frühlingseierjagd. Ja, kommt erstmal runter, Kiddies. Ihr werdet alle eure Energie brauchen. Brauchen werdet ihr sie, um die vielen, vielen Eier zu finden. Ich hoffe, ihr findet alle oder so, die meisten. Und ihr könnt dann auch den besonderen exklusiven Preis mit nach Hause nehmen, der hier, der hier nicht benannt wird. Das ist schon schlecht. Nun ist jeder Retter fertig. Los! Dann lasst die Eierjagd beginnen. Time 51 sehe ich gerade und ich habe noch 0 Eier. Ja, ich hab eins. Ich weiß, dass da eins ist. Ich komme da nur nicht dran. Oh Gott, bin ich schlecht. Oh, da ist noch eins. Ich sehe die Dinger gar nicht. Nicht richtig. Da hat Abigail eins übersehen. Oh weh, 6 Eier, das ist nix. Da ist noch eins. Ah, ich komme nicht dran. Oh, seht euch all diese Eier an. Ach, wenn ich euch Kinder doch nur dazu kriegen könnte, Müll so schnell aufzuheben. Wir würden die sauberste Stadt diesseits von
der Diamantsee, den Edelsteinsee haben. ja, den wir haben. Und nun, der Gewinner dieser Eierjagd ist... Abigail! Abigail hat's geschafft. Toll, wie viel hat sie denn gefangen? Hier ist ein Preis. Viel Spaß damit. Ah, da wäre auch noch ein Ei gewesen. Nun, das war es für dieses Jahr mit dem Eierfest. Danke, dass ihr gekommen seid. An jeden. Ja, also für alle und so. Ach ja. Und so ging ein Tag wieder zu Ende. Und er ging ja wirklich richtig zu Ende. Oh, dann hole ich mir schnell meinen Dünger und hier vielleicht noch ein bisschen Saatgut. Und dann habe ich die Hacke dabei. Oh ja, dann kann ich hier jetzt nochmal richtig loslegen. So, Erdbeeren habe ich extra gekauft. Die kriegen auch extra einen Düngerplatz. Dann machen wir noch das ein bisschen und ja, ich kann jetzt wieder mein Feld erweitern. Ja, schön. Gut, dass ich noch Energie habe. Trotz des anstrengenden Festes. So, es müsste reichen, hoffe ich. Dann habe ich keinen Dünger mehr. Nee, reicht nicht. Ich brauche noch 6. Okay. Was? Schon 12 Uhr? Habe ich hier schon wieder 2 Stunden mit dem Säen verbracht. Und jetzt muss ich mal noch ganz schnell gießen. Jetzt wächst man das Zeug morgen nicht. Also ich wüsste zu gern, ob das mit dem Düngen auch wirklich was bringt. Ich meine, es gibt natürlich super Dünger und so weiter, da sollte ja natürlich was bringen, aber ich weiß nicht, ob das Düngen jetzt überhaupt etwas gebracht hat. So mit dem Basisdünger. So, alles gegossen. Nochmal schnell die Kanne voll machen. Die kann ich auch gerade behalten. Morgen wird es ja wieder schön und trocken und so weiter. Ich habe gedacht, es wird dann bis 2 Uhr das Fest. Und ich könnte dann noch, ja, jetzt angeln gehen oder so für den Rest des Tages. Aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Hallo Katze. Ja, du schläfst schon. Und ich würde sagen, das machen wir genauso. Ah, schönen guten Morgen. Oh ja, ich bin immer noch fix und groggy. Das ist der neue Tag. Wie sieht's denn aus mit dem Wetter für morgen? Und... ach, klar und sonnig. Wunderbar. Schön, schön. Wie sieht's denn aus mit dem Glück für morgen? Was sagen mir denn die Geister? Oh, die wollen mir ganz viel Glück bringen. Na, dann mal los. Und, die Königin der Soßen hat ein neues Rezept für uns, damit uns das Wasser im Munde zusammenläuft. Was darf denn sie... Coleslaw? Hat sie uns das nicht schon mal gesagt? Ja, war so. Ja, das ist schön crispy und so. Ja, kenn ich schon. Habe ich doch gedacht. Ja, war so, als hätte ich das... Oh, seht euch doch mal das Feld an. Hä? Na, nicht aufheben. Und es sieht so aus, als wäre das Feld eigentlich noch gut gedüngt. Das ist ja super.
Ja, das ist genau das gleiche Zeug, was ich auch selber herstellen kann. Also die Saat. Sollte ich eigentlich auch mal machen, oder? Ja, werde ich auch. Ich muss jetzt erstmal Platz machen, deshalb mache ich die Gießkanne wieder in den... So. Craften. So viel wie geht, den Rest hier verkaufe ich. Wahrscheinlich gleich. Davon haben wir noch, davon haben wir noch, davon haben wir noch. Dann haben wir noch mal eine ganze Ladung zusammen. So. Genau, jetzt habe ich 50 Saat. Dann mache ich das mal so, dass ich aufräumen, das kann ich auch noch mitholen. Ich kann noch eine Saat bauen. Das ist ja schön. Mache ich auch. 60 Saat und der Rest davon wird verkauft. Zack, zack. So, und dann können wir hier wieder pflanzen. Hoffentlich wächst das Zeug auch schnell genug. Ja, Wildsaat, keine Ahnung. Weiß keiner genau, wann das fertig wird. Und die neuen Bohnen sind fertig. Da noch was? Ja, da kann ich tatsächlich noch was hinwerfen. Das mache ich dann auch mal. Die Bohnen kann ich auch noch verkaufen. Nee, falsch. Hier kommt die Saat rein, die ich noch nicht verwendet habe. Größer mache ich die Felder erstmal nicht. Das kostet auch so richtig viel Zeit, hier das Ganze zu wässern. Und dann bin ich dann immer wieder fix und fertig. Oh, seht euch das an. Unser... Blumenkohl ist fertig. Nee, ist alles gut. Da kann ich dann noch Saat hinstellen. Das ist super. Ein bisschen unkoordiniert heute. Also überhaupt bei dem Spiel. So, die brauche ich für die Dings, für die Junimos. Dann kann der Gute da rein, der kriegt die Junimos. Da kann dann das rein. Dünger habe ich keinen mehr. Müsste mal wieder Bäume fällen, um Sepp zu kriegen, dann kann ich wieder Dünger bauen. Ich hoffe, das bringt wirklich was mit dem Dünger. Ich weiß es einfach nicht. Man sieht es nicht. Es war jetzt nicht wirklich viel davon gute Qualität, obwohl es auf der Düngerplantage gewachsen ist. Ah, es gilt es noch herauszufinden. Na, jawohl. Wieder etwas fertig geworden. Freue mich. Kann ich auch mal rausfinden... obwohl, ich kann es nicht rausfinden. Ich habe es ja nicht dabei zum Verkaufen. Nee. Dann kann ich nämlich aber trotzdem bald mal rausfinden, was dieser Blumenkohl so, den ich ja jetzt in rauen Mengen gepflanzt habe, wert ist. Ach, verdammt. Wenn ich nicht immer auf die gleichen Stellen gießen würde... käme ich wahrscheinlich auch wesentlich schneller voran und würde mich nicht so verausgraben. Auch nochmal schnell die Kanne voll. Das ist sehr schön. Ich muss noch gleich der Katze was in den Napf tun. Soll ja auch was zu trinken haben und sich wohlfühlen, nicht dass er dann ausreißt. Könnten wir einen Blumenkohl jetzt essen?
kostet mich 2 Energie. Einmal gießen. Geht also ziemlich genau auf. Na, wenn man nicht gerade daneben kippt. Oh, fix und fertig. Ja, ich werde den ganzen Tag morgen völlig erschöpft sein. Erstmal ein Parsnip. Genau. Und die Bohne brauche ich noch für wen? Ne, die Bohne hatte ich schon mitgenommen. Ich esse die Bohne. Parsnip lasse ich mal drin. Obwohl, den verkaufe ich. Ich brauche eine Blume. Ich nehme hier mal die Tulpe mit für die Haley. Das hier nehme ich mit. Damit der Geode, der Dings, das aufkloppen kann. Okay. Und ich brauche definitiv irgendwann wieder Kupfer. So, dann kann ich hier dieses Parsnip mal essen. Ja, schon kann ich wieder laufen. Perfekt. Das mache ich auch gleich. Ach nee, halt, ich muss zuerst zur Katze. Ich habe eben noch davon gesprochen, dass ich die Katze noch wässern muss. Und schon habe ich es wieder vergessen. So, saubere Katze, schönes Haus. Ah, herrlich. Oh gut, ich habe die Hacke dabei. Jawohl. Yay! Das ist super. Ich habe jetzt das Kupfer, das ich brauche. Blumenpflücken komme ich gleich nochmal vorbei. Da ist es. Und ich brauche Steine. Tim. Das brauche ich. Steine, da haben wir die. Dann brauche ich natürlich noch mal Platz für die Schmelze. Ich will eine Schmelze bauen. So, wo machen wir die Schmelze hin? Ja, ich glaube hier hin. Funktioniert die jetzt? Ich brauche ein Kohle. So, ja, klar, Kohle habe ich noch. Hier eine Kohle. Nee, jetzt so Kupfer oder sowas. Ah, ich brauche 5 Erz. Ah, okay. Hätte ich mir vielleicht vorher mal anschauen können. Dann brauche ich die Kohle und das Erz erstmal nicht. Weggepackt. Ach, die Tulpe, die wollte ich verschenken, genau. Parsnip hatte ich auch weggepackt, nehme ich nochmal mit. Das kann ich verkaufen. Parsnip, die Bohne kann ich auch verkaufen, brauche ich jetzt nicht mehr essen. Den Lauch kann ich essen, das kann ich essen. Ja, mit dem süßen Geruch die Pflanze, das bleibt jetzt erstmal so. Die Steine können auch wieder zurück. Jetzt kann ich wieder durch die Gegend laufen und pflücken, was das Zeug hält. Yay, Pflanzen, Pflanzen. Hält das noch was? Ja. Also was von dem wegen Glück, ja, wir haben recht viele Sachen gefunden, das ist gar nicht schlecht. Unsere Plantage hat ordentlich was abgeworfen. Ich habe mir daraus Unmengen an Saat gemacht. Die werden wahrscheinlich den ganzen Frühling, für den Rest vom Frühling halten.
Er will ein Parsnip haben. Okay, Gus. Das mache ich. Wenn ich schon beim anderen versagt habe, bekommst du jetzt zumindest, Wie verwirrt bin ich eigentlich? Ich habe doch gerade eben das Parsnip in die Kiste geworfen, richtig? Habe ich ja nochmal toll hingekriegt. Das eine habe ich gegessen, das andere habe ich in die Kiste geworfen. Es ist schon 4 Uhr nachmittags. Ich habe den ganzen Tag damit vertan, hier durch die Gegend zu laufen. Ich habe die Haley noch nicht mal entdeckt. Na gut, ich verkaufe jetzt erstmal, was ich hier habe. Hallo, ich habe was für dich. Ja, das kannst du alles jetzt mal haben. Ja, Erdbeeren hat er hier nicht mehr. Schade. Hätte ich doch nur mehr Geld gehabt. Erdbeeren klingt immer gut. Ach nee, das ist Pam. Ja, so schnell bin ich verwirrt. Ah, die stimmt, die stand öfters oben am Spielplatz rum. Da ist sie schon. Du hast an meinen Geburtstag gedacht. Ich bin beeindruckt. Danke. Ja, sehr schön. Wieder mal was Gutes gemacht. Nachdem ich hier die ganze Zeit verwirrt durch die Gegend laufe. Ah, ich soll Kupfer schmelzen. Okay. Lieferung für Gas, ja, toll. Parsnip. Ich hab kein Parsnip mehr, ich depp. Wer von euch wollte nochmal den Blumenkohl? Hast du das? Nein. 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 Und auch nicht, dann war es ein anderer. Versuche ich es oben mal. Und jawohl. Ja, Päckchen komplett. Wir haben eine Belohnung. Schnell wachsender Dünger. Erhöht die Wachsgeschwindigkeit um 10%. Okay, ich habe wieder was Neues aufgemacht, scheint mir. Ja, habe ich. Hoffen wir mal, dass das gut war. Schau ich mal, was die da brauchen. Das sieht aus wie ein Schmelzofen. Vielleicht ist das jetzt so minenmäßiges irgendwas. Ja, tatsächlich. Goldbarren, Eisenbarren und Kupferbarren. Quarz, Erdkristall, Frozen Tear, also gefrorene Träne und Feuerquarz. 99 Slime, 10 Fledermausflügel, eine Solaressenz und ein Void Essenz. Ja, dann hoffe ich mal, dass das da drin ist. Also irgendwas davon zumindest. Ich nehme noch schnell ein Blümchen mit. Ja, und schon wieder ist der Tag rum. Das ist doch schon fast erschütternd, wie schnell der Tag hier vergeht. Und wie wenig ich dabei gemacht bekomme. Oh, habe ich auch noch ein Blümchen gesehen? Ah, diese Wildpflanzen, die sind echt toll. Ach nein, der hat echt kurzen Arbeitstag. Ja, versuchen wir es in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.